Unbesiegt! Yeah! Wer würde auch gern so. Ich glaube, das ist gar nicht Robse. Also, wir hören gerade Unbesiegt von Equilibrium, eines der Lieblingslieder von Rainer Winkler. Und ich glaube nicht, dass es Robse ist. Ich glaube, das ist der vorherige Sänger. Also, Robse hat auch schon mal live Unbesiegt gesungen, aber ich glaube, wie heißt er denn? Googeln wir einfach mal. Googeln wir einfach mal. Das ist ganz einfach. Einfach mal im Internet nachschlagen. Nachschlagewerk. Internet. Equilibrium Band. So. Schauen wir nach. Wie hieß der alte Sänger von Equilibrium? Gründungsmitglied übrigens. Das ist fast keiner mehr übrig. Helge Stang. Bis 2010. Boah, wenn man so denkt, boah, bis 2010, gar nicht so lange her. 2010 ist fucking 9 Jahre her. Mein Gott, 2010 ist schon so lange her. Das ist der Wahnsinn. 2010 ist so greifbar. Ach ja, Equilibrium. Equilibrium würde ich auch gerne mal live sehen, muss ich sagen. Würde ich jetzt gar nicht mal so... Das ist so drüber beschweren, so, ne? Wenn ich Equilibrium live sehen könnte. Und gegangen ist jetzt erst vor kurzem, die Bassistin Sandra van... Eldik 2014. Bass Jenmajura. Bass in Klammern live. Wieder Live-Bass, aha. Keyboard Michael Heidenreich. Nur bis 2002 geblieben. War das ein Gründungsmitglied? Nee, war es nicht. Nur noch der René ist da von den Gründungsmitgliedern. Wahnsinn. Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Equilibrium ist schon... Ja, wie lange die schon... nicht mehr komplett sind, die Gründungsmitglieder da sind. Oder wie viele Wechsel es schon da gab. Aber der Wahnsinn, würde ich mal behaupten. So. Hält das Internet das gerade aus, dass ich... Oh scheiße, jetzt habe ich das andere Ding gelöscht. Weggetan. Oh, verdammt. Machen wir ein bisschen leiser, oder? Ich grüße dich, Paviro. Sag gleich mal, ob die Musik zu laut ist. Ich glaube, so müsste es gehen. Vielleicht ein Ticken lauter? Naja, ich werde gleich auf dein Feedback hören. Und dann wechseln wir auch gleich mal in die Szene. Ach ja, vielleicht soll ich davor nochmal erzählen, wie immer, im Offscreen. Was haben wir im letzten Stream alles geschafft? Der letzte Stream war heute, heute Nachmittag, also am frühen Nachmittag, so gegen 14 Uhr. Was habe ich da geschafft? Cassies Kopf, den Himmel, den Sand, Cassies Schatten fertig gemacht, ihre Haare, das zählt alles zum Kopf, ne? Und ich habe angefangen, die erste Tätowierung auf Ubers zu machen, wo Rest in Peace Vern draufsteht. Das ist ja das Wichtige, Rest in Peace Vern. Wir erinnern uns alle an die Serie Ubers. Noch ein klein bisschen lauter, dann ist gut, alles klar, ein klein bisschen lauter. Das habe ich mir auch gedacht, dann passt das ja. So müsste es besser sein. Vern, wir erinnern uns alle an Ubers. Vern ist der sterbliche Junge, deswegen ist er halt auch irgendwann gestorben. Die anderen sind unsterblich. Oder haben eine also anscheinend sind sie unsterblich. Ich denke, dass Cassie unsterblich ist. Ich glaube nicht, dass ein Halbelf unsterblich ist, weil er ist ja nur Halbelf. Deswegen willst du noch jemanden Halbelf-Witz machen? Ja, deswegen, also, weiß nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der unsterblich ist. Das ist halt Gas. Dann wechseln wir gleich mal die Szene. So, hier. So weit sind wir gekommen. Ziemlich weit. Das ist der erwähnte Himmel. Ich kann ihn auch gleich mal in seiner Gänze zeigen. Die Schatten mache ich jetzt nicht weg. Das ist mit so viel Geklicke, aber so ein bisschen Hintergrund. Also, ich meine, das ist wirklich gefaked, ne? Hier ist kein Wasser, harte Kante. Und alles, also das ist halt einfach, ja, bisschen geschummelt. Aber ich meine, wenn man es nicht sieht, warum soll ich es dann zeichnen, ne? Das ist ja das. Wo ist denn Cassie? Hier ist Cassie. Also man erkennt es ja trotzdem noch durch den Schatten, ne? Das finde ich eigentlich richtig, das könnte man auch so lassen. Das wäre irgendwie so, wie heißt es denn? So ein Logo, so ein Albumcover vielleicht von so einem Untergrundrapper wäre das hier, so. Von Kool Ubers, den Rapper. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ubers nach der Sendung irgendwie ins Rap-Game eingestiegen ist, weil er hat ja ziemlich gepumpt und allgemein würde ich behaupten, weiß nicht, würde zu ihm passen, ist ja ein Buch, viele Wörter, Rapper brauchen viele Wörter. Ja, meine ich schon, dass man das irgendwie, dass es da was geben könnte.
Deswegen, also heute der Versuch ist jetzt erstmal, also erstmal das RIP finde ich okay, das habe ich im Stream, kann man das nachschauen, 1 zu 1 geklaut von einem, von was anderem, von jemand anderem, der sich irgendwas, deswegen jemand anders gestorben, ich weiß es nicht. Grüße gehen raus, tut mir leid. Aber das Wörn, das habe ich jetzt selber gemacht, es sieht halt auch ein bisschen schäbig aus, aber ich meine, muss es denn so krass sein? Ich würde, um ehrlich zu sein, die Tätowierung noch ein ganzes Stück verschieben, vielleicht ein bisschen mehr nach links, weil so in der Mitte der Brust trägt man das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Weiß ich nicht. Der neue Ordner heißt Verkommen, weil ich will so sicherheitshalber noch, ja, zwei Versionen machen. Eine, die vielleicht normal ist und eine, wo die doch ein bisschen abgefuckter sind. Darf man das auf Tisch sagen? Auf Twitch darf man das sagen? Abgefuckt? Ich glaube schon, ne? Ist ja nichts Schlimmes, das Wort. Ich meine, sie sehen ja wirklich dann so aus. Was noch kommen wird heute, um das mal noch zu sagen, ist ein Herz, wo Gast drin steht auf dem Arm. Und vielleicht hier ein U-Boss hier an der Seite, wenn man das sieht. Ja, man sieht den Cursor im Stream. Und das S von U-Boss ist natürlich dann ein Dollarzeichen. Cassie muss auch noch ein bisschen abgeranzter aussehen, also Augenringe, vielleicht ein paar Falten, dicke Ohrringe, weiß nicht, Bauchnabelpiercing, wenn wir wollen, wenn wir Bock drauf haben. Das können wir auch alles durchziehen. Und ich würde halt irgendwas Blödes auf irgendeiner asiatischen Sprache, irgendeine einfache, also nicht einfache, irgendeine, die gut aussieht, sowas wie Thailändisch oder sowas. Also nichts gegen die Thailänder jetzt, aber. Also thailändische Schrift ist schon irgendwie ein bisschen hässlich. Und vietnamesische Schrift auch. Also wir würden dann irgendwas aus China oder Japan nehmen. Was andere würde, glaube ich, nicht gehen. Ich denke, an der Brust könnten wir noch einen Schatten machen. Oder na, ich lasse, glaube ich. Ich will es nicht übertreiben. Und grüß dich, Max. Es wird hierhin passen. Wir könnten ja erstmal. Ja, wie könnte man das denn machen? Wie wäre es mit dem goldenen Ohrring? Ja, mit großen Gold. Können wir machen, können wir machen. Wir können sie ja voll pflastern mit Zeug. Ich finde, sie sollte so einen hier noch an der Oberlippe wäre vielleicht nicht schlecht. So einen silbernen dann, dass es überhaupt farblich gar nicht passt. Und der hier dann so durch. Also an sich, der Kopf ist ganz gut geworden. Also man erkennt ja wirklich, dass es Cassie sein soll. Gute Cassie. Ich denke, wir machen mit Cassie weiter, ne? Der Ordner ist jetzt verkommen. Dann sollte ich da drin. Ich kann auch Unterordner machen. In Ordner. Jawohl, ey, das Programm ist das Beste. Dann machen wir den Ordner hier für U-Boss. Das wird dann der U für Untergrund U-Boss. Und dann machen wir noch einen neuen Ordner für U-Cassie. Und da kommt dann auch diese Narbe rein, die sie da hat, von einer mir nicht ganz bekannten, wie heißt das, Operation. Also hier ist noch das, hier sieht man, schau, da ist das, da habe ich das Rib ungefähr raus, nicht ganz. Wo ist denn das an welcher Stelle? Das ist eine Schulter, ne? Ich find spannend. Manche Menschen haben richtig schöne Rücken. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was für schöne Rücken manche Leute haben? Und die Person hat keinen so schönen Rücken. Halt so fleckig und dann und sowas. Manche Leute haben richtig Glück mit ihrem Rücken. Mein Rücken sieht man nicht. Eigentlich ist es ja wurscht, aber ich meine, manche Leute haben wirklich schöne Rücken. Manche Leute haben auch wirklich schöne Fußsohlen. Jetzt ohne Fußfetisch, aber ich meine, es gibt echt schöne Fußsohlen, glaube ich. Und es gibt auch echt komische Fußsohlen, so. Also diese abgebundenen chinesischen Füße, die sind eher eklig, würde ich sagen. Mit dem Einsatzwagen auf der Tour. Die Truppe ist angespannt. Alles klar. Dann gehen wir mal. Genau, Cassie wollte ich machen, ne? Oder in der Nase. Ja, das kann man auch machen. Wir können gleich alles machen. Also ich hätte gern. Wie heißen die denn? Heißen die. Nee, 2-8. Was sind das solche? Weiß ich nicht. Wir könnten hier die am Ohr machen und dann. Also hier oben am Ohr. Das sieht man nicht, ne? Wenn ich einen riesen Stift verwende, sieht man auch nichts. Sollte ich vielleicht mal aufhören mit. Also, nur ist kurz ein Schwarz hier am Ohr. Zwei. Ist ein bisschen punkiger aus. Ich meine, sie hat doch blaue Haare. YSL Lars, Servus. Und dann hier einen großen Ring. Und dann könnten wir hier einen Ring machen, wenn wir wollen. Und wir könnten hier einen machen. Und wir könnten hier einen machen. Wo hat man noch manchmal welche? Wir könnten natürlich hier einen machen, wenn wir wollten.
Also nur als Vorzeichnung, sie braucht definitiv Augenringe, da müssen dann hier auch noch Schatten hin. Und dann ist alles hier noch hin. Hier müssen wir Striche hin, die lassen einen immer ein bisschen älter aussehen. Also sie muss schon ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen abgenutzt aussehen, aber halt schon ein bisschen anders. Und dann kommt hier halt irgendwas auf Asiatisch hin vor und dann so und, warte, wie ging das Zeichen genau? Das war so und dann, glaube ich, hier. Das hier heißt Suppe. Das kann dann dahin und wir könnten am Bauchnabel. Weiß ich, wie man am Bauchnabel was macht. Ich glaube, für ein Bauchnabel-Piercing, da braucht man schon ein bisschen mehr. Bei deinem Bauchnabel-Piercing, ich zeige mal einen größeren Bauchnabel so. Da brauchten wir hier den Kreis und dann hier nochmal so einen kleineren. Dann hat man den Bauchnabel erst. Deswegen, das ist schon ein bisschen. Bauchnabel-Piercing könnte schwierig werden. Die Narbe würde ich auf jeden Fall lassen. Die Narbe finde ich irgendwie richtig nice, assi. Braucht sie einen Ring eigentlich nicht? Wollen wir ihr die Knöchel tätowieren? Irgendwie mit so einem Sternchen hier so? Man kann halt viel machen. Ich meine, das ist extra ein Layer. Ich meine, ich habe dann beide Versionen. Also eine, die ein bisschen ranziger ist und eine, die ein bisschen weniger ranzig ist. Lass wir denn noch gehen? Also ich muss auch übrigens noch diese ganzen Fehler ausbessern. Schaut euch das an. Sowas geht halt eigentlich gar nicht. Oh, die arme Cassie. Sieht echt schlimm aus. Wo haben die Leute sonst noch was? Ich bild mir ein, dass es welche an der Lippe gibt, aber es so, gibt solche Dinger? Ich meine, langsam wird es ein bisschen viel, oder? Also Ubers kriegt keine Piercings, das sage ich jetzt schon mal. Naja, ich schau mal, eine wäre sehr... Warte, okay, mach das, viel Spaß. Die Ratte mit dem Klappergesang. Sprich nicht den Zauberspruch. Ubers, was ist denn das hier? Ach, das ist eine Tätowierung. Wir könnten bei Ubers nur wieder zum Einzeichnen. Das wieder dann hier. Was denn hier steht dann? Ich schon, hab ich zum B geschrieben. Ubers. Und dann. Bis später hier. Na. Die Lücke im Radar verdeckt die geheimen Pläne. Und der Zeitungsjunge lebt von der Kraft der Sägespinne. Der Mörtelmann. Gas. Wie macht man das denn jetzt hier? Der Pakt bricht durch die Wände. So. Und dann hier halt so ein Herz noch hin. Nippelpiercing. Nippelpiercing bei Ubers, ja, doch. Das. Ich meine, die sind ja groß. Was für eins hättest du gern? Es gibt ja Leute, die haben hier tatsächlich auch wieder so einen Ring drin, aber ich glaube, der Klassiker ist ja eigentlich. Sowas, ne? Aber nur in einem. Nur in einem. Seht nur, wie ich den Gaun erpresse. Könnt natürlich auch Ubers hier drüber schreiben, so. Der Zähler rattert, die Münzen rollen. Ubers. Verantwortlich für den großen Krater. Ich schnalle mich an und nehme Fahrt. Könnt natürlich auch irgendwas Dummes schreiben wie Miboss. Und der unglaublich bizarre Kastentraum. Er verschließt die Tür. Denn er fühlt sich verfolgt. Ich denke, das Gesicht sollte keiner was kriegen. Das ist ja ein bisschen mehr so Retro hier alles. Also Gesichtstattoos wären es vielleicht nicht. Sonst was könnte man, was könnte Cassie haben im Gesicht? Also so eine Träne natürlich. Ja. Oder was noch? Wie wäre es mit einem Kaktus? Also hier haben sie immer so komische Schriftzüge. Sie hinterließen eine große Truhe. Seitdem komme ich nicht mehr zur Ruhe. Ich meine, so kann man halt dann tatsächlich richtig nice aussehen, finde ich. Aber ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wie machen wir es am besten? Was meint ihr, ist so am klügsten? Mit schwarzem Rand oder ohne schwarzem Rand? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein schwarzer Rand sich da gut eignen wird, weil es ja sehr klein ist und die allgemeine Stärke hier ist ja nur... Also bei allen... Ups, sorry. Bei allen, allen Strichen, also allen Außenlinien, wo ich hier auch übrigens wieder was verbessern muss, ist immer 8... Größe 8, Stiftgröße 8. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das mit einem Rand hinkriegen werden. So, wenn den ganz dünnen. Das ist halt jetzt eben, das wird jetzt die große Aufgabe sein. Ja, man sieht den Unterschied schon, ne? Wahnsinn. Okay, dann probieren wir es jetzt mal. Wo fangen wir am besten an? Was ist denn das Einfachste? Ich würde sagen, wir fangen
Also nicht einfachste, was vielleicht clever wäre, wäre hier am Ohr anzufangen. Mit einem von denen. Ich meine, nur in Schwarz geht's ja nicht. Die sind auch nicht so weit oben, ne? Die. So wären die. Also, boah, probieren wir es mal aus. Also, ich muss erstmal wieder den Pinsel nehmen. Skizzenpinsel, Größe 8. Jetzt nehmen wir mal irgendwie was Gelb-Goldenes. So. Ich meine, es kommt am Ende eh, dass dann, also die Ebene, wir können es glaube ich nicht in solchen Ordnern lassen, oder? Es muss dann ja unter diese Außenlinie, unter die. Also ich überlege gerade, das Problem, was ich habe, ist, dass. Es muss nicht da drunter, es muss drüber. Klar muss es da drüber. Ich ignoriert, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht. So? Minions brauchen keine Pause. Und sie gehen niemals nach Hause. Minions schuften den ganzen Tag. Kein Minion, der die Arbeit nicht mag. Arbeit erledigt sich nicht von alleine. Mach schon Minion. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht, weil es sieht halt irgendwie ein bisschen billig aus. Sie tragen die Steine von einem Ende zum anderen. Wir könnten natürlich dünnere Linien machen. In Schwarz. Der andere da Und ja auch dann. die Fliegen. Minions brauchen keine Helme. Sie erledigen das selber. Die Brille. So, wie macht man denn jetzt so einen Kringel? Ich wäre so gerne ein Minion. Schneidet sich sowas eigentlich hier so? Weiß ich nicht. Lasst uns mal schauen nach richtigen Bildern. Nach dem Vorbild davon. Ohrpiercing. Ohrpiercing. Für die Nacht. Okay. Oh, man könnte auch Sachen, wenn wir die nicht wollen, wenn wir das nicht hinkriegen, meine ich, nicht wollen. Man könnte natürlich auch. Ach, Scheiße, jetzt soll ich mal aufhören, hier ist. Alter! So. Hier im Kreis. Hier solche Dinge. Solche. Würden alternativ halt auch gehen. Obwohl die Ringe würden mir am ehesten gefallen, weil die so ein bisschen dominanter sind. Aber hat er gerade Schwuchteluhr gesagt? Ich bin mir nicht sicher, wie sich das. Ich bin auch mal wieder weg. Kommt vielleicht später wieder und nochmal. Okay. Ja, klar. Dann mach's gut für später. Hier ist ein Ohr, aber ich hätte gern jemanden von vorne. Na klar, fotografieren sie die Leute, die fotografieren es immer nur von der Seite. Oh, oder was, was für beide durch die Ohrmuschel so gesteckt wird? Das ist das Langweilige, ne? Zeichen. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie das überhaupt aussieht, in echt. Schlüm, schlüm, schlüm. Also, wenn es so Ringe sind, die am Ohr sind, die liegen immer seitlich. Das heißt, man sieht da eigentlich gar nicht so viel. Es wäre dann. Das wäre dann eindeutig sowas. Okay. Boah. Nur, dass ich das hier nicht vergesse. Dann suchen wir wieder Gold. Dann malen wir das wieder aus. Größe 4, das muss ich mir merken. Ja, das sieht aber doch schon ordentlich jetzt aus. Hallo. Hallo. Und der Linienlayer muss natürlich drüber. Hier muss jetzt noch ein bisschen hin. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also, pf, ich weiß gar nicht, wie die Leute sagen können, dass Cassie assi geworden ist damals. Sie an ihren Schulabschluss nicht gekriegt hat.
als Hexe des dritten Lehrjahrs. Wer erinnert sich? Ich weiß gar nicht, wie alt die da waren. Jetzt ist sie auf jeden Fall alt genug. Die ist definitiv erwachsen. Denke ich mal. Ich glaube, an den Ohren, da kann man eigentlich nicht übertreiben. Ich glaube, das ist eine gesunde... Ups, das war der falsche Lehrer, ne? Zack, hier ist denn... Ich muss das rein. So. Na, oh, der andere war schöner. Der andere Kreis. Kann ich hier auswählen. Fick dich. Ich bin so blöd, ne? Ich muss hier auswählen. Ich habe es immer noch nicht drauf, das Programm richtig zu bedienen. Ich weiß halt nicht, ob es zu viel geben kann. So, und jetzt den großen, den wird man ja hier nicht sehen. Der fängt ja dann hier erst an. Der kommt dann hier so hervor. Verschwindet der nicht eigentlich sogar dann im Haar? Soll sie unterschiedliche Farben haben? Vielleicht golden an den Ohren, aber silber dann im Gesicht? Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass sie... Das war hier die Vorskizze, ne? Das ist die Vorzeichen, dass sie... Na, da brauchen wir wieder schwarz. Dass sie... So ein Ding hat. Das haben auch ein paar Leute. Ich weiß gar nicht, kommt es dann hinterm Ohr raus oder kommt es... Also ihr Ohr ist jetzt ja ein bisschen weniger wie das von einem echten Menschen. Also ich finde, mehr ist mehr in dem Fall heute, deswegen denke ich da jetzt gar nicht lang drüber nach. Hier kommt ein Strich hin. Hier kommen zwei hin. Und das schließen wir noch. Das sieht man gar nicht, was hinter den Linien ist. Und dann füllen wir das auch noch. So. Ich denke, das Ohr, ja, das Ohr ist langsam gut bedient. Hört man eigentlich dann schlechter, wenn man Piercings hat? Viele Piercings im Ohr? Also auch welche, die so überm Eingang vom Ohr liegen? Oder man hat ja, also ein echtes Ohr. Das hat ja... Oh Gott. Das sieht ja irgendwie nochmal ein bisschen anders aus. Oh Gott, so. Und dann ist hier jetzt so der Kanal. Und ich rede über das Ding hier, was wir da haben. Das hier. Da piercen sich auch manche Leute. Ich habe gehört, das soll mit am meisten wehtun. Fahrrad gestohlen. Bringt mir ein. Havelschwein. Der Rasen wird gegessen. Schleimig süße Regenwürmer gönnen sich ein wenig Aas. Die Würmer, die ich aß. Also, wir können ja gleich wegradieren, aber wenn hier ein Ohrring rauskommt, ich glaube halt, dass man den nicht sehen würde bei den Haaren. Er würde ja in die Haare reingehen. Also er muss noch mehr von vorne sein. Oh, hier fehlt ein Schatten. Das ist ja gut zu wissen. So frisch wie der Wind. Weißt du noch, wo wir sind? Ich bamse den Kubus, ich verstreue viel Humus. Ich mähe den Rasen und heute den Hasen. Ich zücke meinen Nasenspray und singe Oh You Happy Days. Ein Benner spielt Gitarre und verdient mit der Knarre. Er hat's echt geschafft, aber nix gerafft. Denn er hat vergessen, den ganzen Eiter zu essen. 10 Kilo Hackfleisch, gegessen mit Würde. Schock Opoding. Ich fühle mich so scheiße. Mal wieder die goldene Farbe kopieren. Füllen. Hey, ich habe doch die folgende Farbe kopiert. Hallo? Wer ist das? Hallo? Schwer zu erkennen. Ach so. Noch blöd, ne? Jetzt habe ich das richtige Tool ausgewählt. So. Ich weiß nicht, ob man es halt gescheit sieht, ne? Er betrinkt sich mit Milch. Was hat's denn das auf sich? Wir zerkloppen Flaschen. Und Clown aus Taschen. Bei ihr Ohrläppchen ist ja irgendwo in dem Bereich. Dann müsste sie eigentlich in den Haaren verschwinden. Naja, lassen wir es mal so. Ich fühle mich so scheiße. Ich fühle mich so scheiße. So, was braucht's jetzt? Also wir könnten natürlich jetzt
hier auch so einen Strich durchmachen. Strich, Strich, so. Ich fühle mich so scheiße. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Also noch mehr davon brauchen wir nicht. Ich würde sagen, am linken Ohr, linken, ja, am linken, an der linken Augenbraue. Ich fühle mich so scheiße. Hä? Ach, ich habe noch eine Auswahl, oder? Soll die uns entgegenkommen? Mal kurz nur mit Gold markieren, um es überhaupt zu sehen. So? Bisschen größer vielleicht, ha? Huh? Oh fuck, was habe ich getan? Wie groß war der Pinsel? Ach, nicht so groß. Puh, Glück gehabt. Bisschen größer. Man sieht halt nichts, ne? Wegen der scheiß Augenbraue. Ich mal da jetzt ins Blinde rein. Aber wird schon klappen. Wird schon klappen. Nee, das ist es nicht. Also war es davor besser. Die Durchführung seines meisterhaften Plans verlief reibungslos. Rasante Entscheidung. Beine des Meisterwerk. Bürgermeister Wohlhaus. Die lebendige Legende. Wer zuletzt steht, steht bis zum Ende. Über die Optik bin ich. Also, das Aussehen ist schon okay, aber. Was ich halt meine, ist halt irgendwie. Würde das so aussehen? Ich finde es halt ein bisschen winzig. Wenn die am Ohr halt wirklich dominant und groß sind. Das Wort dominant fällt heute ganz schön oft. Ich könnte mir auch so einen Ring an der Nase vorstellen. Also mit dem bin ich nicht glücklich. Wir werden heute nicht mehr glücklich. Komplizierte Pläne für den allseits bekannten Ausweg. Willi Hohlholz hat jeden Schritt geplant. Das merkwürdige Konstrukt wird folgen. Dann suchen wir jetzt mal nach. Einem Piercing an der Augenbraue. Augenbraue. Piercing. Mal schauen, was es dort alles gibt. Vielleicht doch dieses Strichding. Ein Ring ist da vielleicht gar nicht so clever. Wenn ich hier es google, die Leute haben da gar keinen Ring mehr. Nein, hey, nicht mehr. Die haben da diese zwei Dots irgendwie. Also ich bin ja jetzt nicht so deep im Piercing-Game drin. Aber ich kann das schon verstehen. Und es muss auf die Seite, weil sie jetzt sicher gedacht, ja, das muss irgendwie, das Gewicht muss ausgeglichen sein. Der Metallgehalt. Ja, das sehe ich das schon. Das ist schon besser. Wie macht man Silber? Was ist in Silber drin? Silber ist irgendwie grau. Grau mit was? Grau mit Blau? Die Pilsäter Straße 26a. Habe ich mich mal wieder hierhin verirrt? Hier trifft man nicht nur Freunde. Nur hier trifft man jeden. Richtig Silber ist es noch nicht, aber es geht schon in die Richtung, ne? Bild kopieren. Dann fügen wir mal hier kurz noch wieder mal ein Bild ein. Historische Hausfront. Der Baum umsäumte Spili, die Freunde, mit denen man aufwuchs, und der urige Mann mit dem Riechsalz. Die alte Kartoffelkanone wird abgestaubt. Leute, das ist wirklich mehr grau. Aber es ist die Farbe, die wir brauchen. Wahrscheinlich muss ich ja eh dann wieder so blöde Lichtpunkte reinmachen. Leute, was macht ihr denn so heute? Was ist denn hier so los? Weiß irgendjemand, wer da drüben wohnt? Gleich da drüben hat es damals. Dann machen wir erstmal alles grau und dann sehen wir weiter. Wir haben unseren Spaß gehabt. Damals konnte man noch leben.
Boah, ist das riesig. Nee, 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 so groß muss es nicht sein. 26. Ah, so? Auch nicht. Damals, als ich 20 war, als ich in die Pilze kam, war ich jung und dumm. Ich hatte meine Käfersammlung. Viel Zeit und den geilen Kiesi. Mein Leben bestand nur aus Gammlung, Cognac und gedrehten Ziesen. Der missratene Junge mit der Riesennase. Was soll das? Das ist einfach ekelig. Strobo, Pogo, Nalogo. Ich ging mit dem Flo. Ich kann mit Stolz von mir sagen, dass ich die Platten noch habe. So, hier welche hatte ich noch eingezeichnet? An der Nase noch welche? Die Nase. Also an der Nase könnte ich mir natürlich den hier klassisch vorstellen. Wir haben ja schon so viele Kreise wieder. Vielleicht muss wieder mal ein Ring her. Schwarze Linie. Na, das sieht ja aber ganz komisch aus. Also hier ist ja ihr Nasenloch. Das heißt, das sollte eigentlich dann doch da so sein. Das ist schon ziemlich groß, die Bande der Schande. Die Flöte ist richtig gut. Oder dessen hier. Liegt nun auf dem Strand. Beide würden jetzt nicht gehen, aber... Verschwunden von Geisterhand. Boah, die Flöte ist schon ein bisschen hart heftig, oder? 20 stumme Gauner teilen hier die Beute. Wo kommt der Zaum her? Was ist denn das nur heute? Sie ist auch ein bisschen heftig. Ganzes Kinderlunge mit Sariengas im Bauch, lehn ich mich zurück und drauf. Eine ganze Zigarre auf Lunge. Oh, you happy days. Das ist ein Firmenlogo. Oh, you happy days. War nicht hier ein Piercing. Oh, die sehen anders aus. Jetzt muss ich nach Nasenpiercing suchen. Das gibt's doch nichts. Es tut mir leid, ich habe selber keine. Ich kenne mich da nicht gut genug mit aus. Wir können auch noch welche neben den Augen machen, sehe ich übrigens gerade. Oder wir könnten ein doppeltes machen an der Augenbraue. In der Lippe gibt es auch noch welche. Also deshalb, wir haben noch ein paar Plätze frei. Scheiße, 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 geht da viel. Nasenpiercing. Die hat sie ja voll gegönnt. Wir könnten ein Septum machen. Natürlich, ein Septum. Und die an der Nase, die liegen auf. Die stehen nicht ab. Gott, bin ich blöd. Also wenn, sind sie irgendwie... Mehr als so sind die normalerweise nicht. Und ein bisschen nach unten dann halt. Weil wir könnten ein Septum probieren. Das heißt, hier so ein Kreisel hin. Ein Septum. Bin ich jetzt nie drauf gekommen. Aber die Nase, ich weiß nicht, ob die Nase dafür geeignet ist. Obwohl, das finde ich, es geht schon wieder. Also ich meine... Der Bogen hier ist jetzt noch nicht besonders schön, aber... Das würde halt schon gehen, oder? Oh, you happy days. Never seem to go away. Oh, you happy days. Please don't go away. Oh, you happy days. Never seem to go away. Oh, you happy days. Please don't go away. Der Sinn des Lebens liegt in der Gönnung. Beziehungsweise zu meinem Motto. Hallo Boris, hier entziehen. Wer ist dieser Ausweis? Wir wollen noch nur ein Menil-Nice. Diese verdammten Spielverderbe. Oh, you happy days. Never seem to go away. Oh, you happy days. Please don't go away. Oh, you happy days. Never seem to go away. Oh, you happy days. Please don't go away. So, und an der Lippe. Wir genießen Cargo. Also hier am Auge würde jetzt auch noch was gehen, ne? Das gibt welche, die haben dann hier so... Die haben hier nochmal sowas, da können wir immer noch drüber reden, ob ich das auch noch machen soll. Ich hätte nichts dagegen, dass sie irgendwie wirklich komplett zugeballert ist mit Zeug. Das ist schon machbar. Gute Cassie. Ich würde sie so einschätzen. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
So, ich habe doch gerade ein Foto von eins an der, von einem an der Lippe gesehen. Das ist ja ein witziges Bild. Was hast du denn da? Was ist das? Was? Was ist, warum? Was passiert auf dem Bild? Was zur Hölle? Das ist gut, das lassen wir mal drin. Das Bild gefällt mir. Warum hält die sich die Nase zu? Muss sie niesen oder so? Oder kribbelt irgendwie, hat sie so ein ASMR-Kribbeln, weil er ihr ins Ohr pustet? Ich verstehe es nicht ganz. Das habe ich jetzt gefunden, wenn ich nach Nasenpiercing gesucht habe. Ja. Wahrscheinlich scheiße gebaut. Es sei denn, ihr seid echt flink im Kopf und könnt durch ein rasantes Manöver Lippenpiercing. Passt auf euch und eure Katze. Okay. Ah ja, da gibt's auch welche, wo der Ring wieder andersrum ist. Die gibt's sogar wieder. Das sind so Sachen, die kenne ich alle gar nicht. Also es gibt. Hier habe ich gerade eins gesehen. Das war das, was mir jetzt als erstes eingefallen wäre. Das ist, ja, hier. Das war's. Aber anscheinend gibt es auch eins, was so geht. Also wieder wie ein Septum. Bisschen gebogener, das obere Teil. Irgendwie so. Das, und die Musik ist weg. Was machen wir stattdessen an? Falls irgendjemand einen Wunsch hat. Oh, Moment mal, rausche ich eigentlich? So, muss man kurz testen. Moment mal, rausche ich eigentlich? Ich rausche nicht unbedingt, aber Headset kann ich ruhig mal vom Akku abmachen, falls ich rauschen sollte. Tut's mir leid. Es gibt auch welche, die haben nur so einen Punkt an der Lippe. An der Seite haben es auch welche. Es muss nicht unbedingt in der Mitte sein. Also das hier, was wir hier haben, das gibt es auch seitlich. Das können wir natürlich auch oben machen, aber ich finde, oben ist schon ziemlich viel voll, ne? Also wir könnten hier den Ring verpassen. Also ich finde Piercings an sich gar nicht mal so schlecht. Ja, wenn man es übertreibt, ist halt so ein bisschen viel. Nee, das sieht blöd aus. Geht es wirklich um die Lippe herum? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so aussieht. Lippenpiercing. Okay, das kommt aus der Lippe raus. Die anderen gehen schon um die Lippe herum. Hä, da kaut man ja manchmal dann voll. Ist das nicht schlecht für die Zähne? Wenn man da so eins hat, das über der Lippe drüber ist, haut man sich dann nicht die ganze Zeit Metall gegen die Zähne? Das tut doch sicher weh auf Dauer. Das müssen die Leute wissen, ne? Was kann ich jetzt für Musik noch anmachen? Ist ja schon wieder so ruhig hier. Könnten die alten Klassiker hören aus den ganz alten Streams, also ein bisschen Future Funk. Nicht Future Funk, ein bisschen sowas hier. Ist die früher immer? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt brauchen. Die Fusel, was habe ich da im Ordner drin? Haptikverbrecher. Wir können den dampfenden Walkman erstmal hören. Also, das Ding würde schon wieder klar gehen. Wenn da. Wenn ich das ein bisschen kürzer gemacht hätte, vielleicht. So, es muss ja in die Lippe reingehen. Es tut sicher weh, das sich machen zu lassen. Die Lippe ist doch auch so eine empfindliche Stelle, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nicht unangenehm ist. Das ballert mega. Das ist geil. Strahlemann in der Einkaufsstraße.
fetzige Berufs. Der Kerl hat den Blues. Der flotte Rhythmus. Geht zünftig ab. Der Synthesizer. Wird nicht mehr leiser. Das Zweifelbrot. Also wie gesagt, ich habe auch noch eins gesehen. Wo das hier rauskommt, vielleicht auch so mit Spitzen. Also das geht hier wieder in die Haut rein. Und dann kommt es hier wieder so raus. Das ist schon wieder sehr groß. Ich glaube, so groß haben die Leute das gar nicht. Wie groß ist es im Vergleich zu Augen? Vielleicht, wenn ich jetzt Augenpiercing eingebe, kommen sicher ganz eklige Sachen, ne? Lippenpiercing. Augen. Piercing. Jetzt kann man da. Oh Gott! Warum hab ich das getan? Ach du Scheiße! Oh Gott! Von oben nach unten durchs Auge, warum macht man das? Das verstehe ich jetzt nicht so unbedingt. Aber hier sind auch dann, also das, was ich meine, kommt auch. Das, was so an der Seite ist. Haben wir jetzt, was haben wir jetzt eigentlich in der Nase? Ach, ein Septum, okay. Hab ich schon wieder vergessen. Wie viel, jetzt habe ich schon wieder vergessen zu gucken, wie groß im Gegensatz zum Auge das ist. Doch, das geht über die gesamte Fläche vom, also über die gesamte Seite vom Auge. Machen wir es mal wieder mit zwei Kreisen. Untere ist wieder zu groß geworden. Bock auf den fetten Zorn. Flinke Beine. Der Rauch steigt auf. Heiße Scheibe. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das eins ist, das ein bisschen zu viel ist, ha? Springen im Takt. Ja, das ist schon wirklich krass. Das ist geil. Strahle man in der Einheit. Obwohl, in so einem Gesamtbild finde ich es eigentlich ganz gut. Doch, das lass mal. Der flotte Rhythmus. Geht zünftig ab. Wir können bei dem hier zum Beispiel am Ende auch noch ein bisschen blau oder so reinmachen, ne? Dass so ein bisschen so ein Glitzerstein da drin ist. Das Zweifelbrot. Was brauchst du jetzt noch? Hat sie eins am Hals? Schon sowas Asiatisches? Nee, ne? Zu mutig war es jetzt doch nicht. Sie wollte es ja noch verdecken. Das sind ja so Sachen, wenn man daran Sachen anzieht, soll man es dann nicht sehen. Und ich meine, wenn sie es rausnehmen würde, würde man es auch nicht sehen. Das hat sich schon dabei gedacht. Ich meine, Cassie ist jetzt nicht die Döste. Strahlemann in der Einkaufsstraße. Fetzige Berufs. Der Kerl hat den Blues. Strahlemann in der Einkaufsstraße. Fetzige Berufs. Der Kerl hat den Blues. Seht ihn an. Schaut ihn zu.
Wie lang bin ich schon gemutet? Ach du Scheiße. Ha.